Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Guck mal, ich habe hier so einen Eiersatz. Das kann man beim Unverpacktladen sich dann auch abfüllen. Und das werde ich mal ausprobieren. Hier habe ich 50 Milliliter Wasser und hier ein Esslöffel von diesem Eiersatz. Also für mich ist es wirklich so Highlight. Und ja, mit der Brühe tue ich ja immer würzen. So, dann leere ich einfach das Wasser da rein und dann tue ich es zusammen mischen. So. Ein bisschen Gewürz rein. Also bei mir ist es hier Pulver, das kriegt ihr auch überall, Unverpacktläden. So, oder ihr kriegt es auch im Glas, im normalen Supermarkt. So, jetzt mache ich hier noch die Pfanne warm und werde es als Rührei hier heute machen. Da habe ich reingegeben Alsan vegane Butter, die ist ja auch plastikfrei eingepackt. Und jetzt gebe ich das Ei oder Eiersatz rein. Und bin gespannt, wie das wird. So, ein bisschen runterschalten. Ja, ein Rührei. Ja, die Konsistenz ist ein bisschen komisch. Ich denke mal, dass zum Backen so etwas geht. Aber naja. Ist eine Masse, ne? Ja. So eine Masse ist es eh. Es gab auch verschiedene Eiersatzprodukte, vielleicht war das eher fürs Backen. Kennt sich jemand aus? Das ist jetzt total der Griff ins Klo, guck mal. Okay. Aha. Naja, bin gespannt, wie das schmeckt. Ich probiere es trotzdem. Ja, okay. Doch, ach so, Ei. Doch. Also schmecken tut's wunderbar. Na gut, dann würde ich das einfach so mal dann nehmen fürs Essen. Ja. Begeistert bin ich nicht. Ich bin mal gespannt, ich muss was anderes mal auch ausprobieren, weil es verschiedene gab. Vielleicht war das wirklich als Ersatz zum Backen. Das kann ich mir gut vorstellen. So. So, ihr Lieben, das Essen ist für heute fertig. Also Rotkohl habe ich gemacht, ganz normal mit Apfel, ein bisschen Salat und ja. Kartoffeln. Also Kartoffeln habe ich dann auch diese vegane Butter geholt und ja, drauf ist das Ei da oder diese Eiersatz oder Ei, ja, Eiersatz.
Schmeckt wirklich nach Ei, aber es sieht aus wie Senf und ja. Ich lasse es mir schmecken. Ja, der erste Tag, ne? Also, Begeisterung sieht anders aus. Schmeckt natürlich lecker. Also, des Eiersatz, das stimmt. Und ja, Kartoffeln mal ganz normal abgekocht, dann gestampft und mit der veganen Butter. Das klappt, das ist okay. Und ja, da bin ich mal echt gespannt, Leute, wie das jetzt insgesamt schmeckt. So, ihr Lieben, also guckt mal, das sieht so aus. Als Senfsoße oder Soße bestimmt super toll. Oder zum Backen. Schmeckt lecker nach Eiern. Und wenn man ein bisschen da Senf reingeben würde, dann wäre es wahrscheinlich auch noch lecker, so eine Senfsoße. Es ist essbar, aber trotzdem bin ich enttäuscht, dass ich kein Rührei draus gemacht habe oder konnte. Kann natürlich auch sein, dass es wirklich sowas zum Backen war. Ich muss mich noch mal informieren. Ich muss mich noch mal informieren. Aber auf jeden Fall als Soße wunderbar. Schmeckt gut. Und ja. Ich habe mir das jetzt zugedacht an der Challenge, dass ich Sachen hochlade, wie ich halt kann, wie ich es auch schaffe. Und meistens wird natürlich vom Essen sein, was ich koche. Ja, also Kinder mögen die Soße sozusagen, ne? Die Eiersoße mögen sie, das schmeckt denen. Und ja, guten Appetit. Aber es kommen bestimmt noch andere bessere Rezepte, die besser aussehen. Das denke ich schon. Das denke ich schon. Ja, vom Essen her in Ordnung. Also kann man satt werden. Mir fehlt da nichts vom Fleisch. Und bis dahin.